Ja, liebe Hasselroterinnen, liebe Hasselroter, vor genau 5 Tagen habe ich meine erste Videobotschaft gesandt, um Ihnen die neuesten Informationen zukommen zu lassen. Und heute die nächste, weil in den letzten 5 Tagen ist doch sehr viel passiert. Beispielsweise beim Gewerbe. So haben wir Friseure, Tattoo-Geschäfte, Piercings und auch die Eisdielen geschlossen. Auch die Gaststätten haben geschlossen. Und ich finde es toll, dass sie nach wie vor einen Liefer- und Abholservice anbieten, weil wir müssen unsere Unternehmen hier vor Ort unterstützen. Und ihr macht das super, nehmt den Lieferservice in Anspruch. Dankeschön. Gesundheit ist das höchste Gut. Wir haben nur eine Gesundheit und deswegen geht Gesundheit auch vor. Seit vergangener Woche gibt es eine neue Verordnung hinsichtlich Kontaktverbot. Maximal 2 Leute dürfen sich draußen im Freien auf öffentlichen Plätzen aufhalten. Bitte haltet euch dran. Davon sind ausgenommen Familien, die in einem Hausstand wohnen. Das heißt nicht, wenn 2 Familien woanders wohnen, dass die sich draußen treffen würden. Nein, das gilt nicht. Ja, bitte haltet euch dran. Bitte haltet euch an den Mindestabstand. Grillen, Picknicken, sportliche Betätigung. Es ist alles verboten. Ich selbst war am Sonntag noch mal draußen auf dem Basketballplatz und habe die Jungs noch mal aufgeklärt. Bitte haltet euch dran. Es ist verboten. Gesund. Wir haben nur eine Gesundheit. Eine weitere Änderung ist die Notbetreuung in der Kita. Seit letzten Montag haben wir Notbetrieb zentral in Neuenhaslau mit 5 Kindern. Mit der mittlerweile geänderten Version hätten wir jetzt 11 Kinder drin. Und am Freitag wurde es nochmal erweitert, der Personenkreis. Und wir haben am Samstag hier mit unserer Kita-Leitung zusammengesessen. Wahrscheinlich können nun 80 weitere Kinder oder müssen aufgenommen werden. Deswegen mein Appell an die Eltern. Wenn ihr eure Betreuung geregelt habt, lasst sie bitte in eurer eigenen Betreuung. Es ist ja nicht ohne Grund gewesen, dass die Kitas geschlossen wurden. Wir verzehnfachen unser Risiko in der Kita. Und ihr könnt euch gewiss sein, dass wir vom Krisenstab hier rund um die Uhr für Hasselroth arbeiten. Wir waren gestern wieder viele Stunden da. Und ich denke, Hasselroth gehört in Deutschland zu der bestinformiertesten Gemeinde. Und das wollen wir weiterhin aufrechterhalten. Bitte haltet Abstand, meidet eure sozialen Kontakte. Wir passen auch auf euch auf. Wir werden das jetzt auch kontrollieren. Wir sind immer für euch da. Gemeinsam schaffen wir es. Ich bin am Sonntag rumgefahren in Hasselroth. Bis auf ein paar Ausnahmen hat es super funktioniert. Macht bitte weiter so. Ich bin stolz auf euch. Vielen Dank.